Hallo meine Lieben und schön, dass ihr auch bei diesem Video wieder mit dabei seid. Und zwar in dem einen Video von der lieben Südmarilou habe ich euch ja schon gesagt oder gezeigt, dass ich einen Gastbeitrag für ihre Gruppe machen darf. Und es geht bei mir um das Thema Embossing. Und zwar möchte ich heute euch zeigen, was man alles zum Embossen braucht. Im Video davor, das werde ich euch unten in der Infobox nochmal verlinken, habe ich euch gezeigt, was ich alles von der Simone bekommen habe. Und jetzt zeige ich euch, was man alles zum Embossen benötigt. Und zwar als erstes brauchen wir natürlich mal so ein Embossing-Pad. Das ist weiß. Das werde ich gleich mal öffnen, weil wir werden natürlich dann auch gleich mal ein bisschen testen. Also einmal diesen Embossing-Pad. Dann brauchen wir natürlich Embossing-Pulver. In jeglichen verschiedenen Farben gibt es das. Wie gesagt, habe ich euch gezeigt, was ich von der lieben Simone bekommen habe. Werden wir auch alle dann austesten. Dann brauchen wir einen Embossing-Föhn. Der ist ganz wichtig, damit man das Embossing-Pulver zum Schmelzen bringt. Dann brauchen wir natürlich Papier. Ohne Papier geht natürlich gar nichts. Da habe ich verschiedene Papierarten vorbereitet. Kopierpapier, Aquarellpapier, andere Papiere, damit man auch sieht, dass es auch auf buntem Papier geht. Dann brauchen wir natürlich einen Stempelblock und Stempeln. Motivstempeln oder man kann auch Schriften embossen. Das werde ich euch natürlich jetzt alles zeigen. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich werde mal meinen Embossing-Föhn einstecken. Den werde ich mir hier zur Seite legen. So, dann werde ich euch mal zeigen, wie das Embossen funktioniert. Ich werde mir zuerst mal ein weißes Blatt nehmen. Dann werde ich mir auf meinem Stempelblock erstmal ein Motiv aussuchen. Ich würde sagen, wir werden hier mal so einen Schmetterling nehmen. Und zwar werden wir den hier nehmen. Und dann mache ich mal die ganzen. Und was wir auch noch brauchen, ist ein weißes Blatt Papier, das wir dann runterlegen, weil dass man das als Embossingpulver dann nachher wieder zurückleeren kann in die Döschen. So, ich würde sagen, wir werden hier mal die Farbe Blau gleich mal als erstes testen. Muss mal nur gucken, ob das irgendwo verklebt ist. Wie ihr seht, glitzert das wunderschön. So, dann haben wir hier den Embossing-Pad. Den brauchen wir auch. Den öffnen wir jetzt mal. Ihr seht, das ist durchsichtig. Das werdet ihr gleich sehen. Und zwar drücke ich da jetzt mal mit meinem Stempel drauf. Wie ihr seht, ist das nur feucht. Da ist keine Farbe, nichts drauf, weil es ja fürs Embossen ist. So, dann werden wir hier mal einen Abdruck machen. Schön
drücken. So, wie ihr seht, seht ihr noch nicht sehr viel, nur dass es hier ein Abdruck ist. Und jetzt geben wir das Embossingpulver drüber. Schön drüber. Überschüssige. Schauen, dass das Überschüssige runtergeht. So. Das Pulver geben wir wieder zurück in das Döschen. Aber die liebe Susanne leert natürlich gleich wieder alles daneben. Moment. Seht mir ein bisschen nach. Ich habe jetzt eine Zeit lang keine Videos gemacht. Also seid bitte nicht so streng mit mir. Ich muss erst wieder so richtig reinfinden. So. Glitzer, Glitzer. Das mache ich nachher. So, das werden wir noch zusammen. Zur Seite, das mache ich gleich zu, damit wir es nicht noch mehr ausschütten. So, und jetzt wird es ein bisschen laut, meine Lieben. Schalte ich in den Embossingföhn ein. Und jetzt embossen wir. Schön drüber halten. Bis das ganze Embossingpulver vergangen ist. So, Entschuldigung. War ein bisschen laut. So, und wie ihr seht, ist das Pulver jetzt zergangen. Geht auch relativ fix, muss ich sagen. Und es glitzert traumhaft schön, wie ihr seht. Seht ihr das? So. So, was ich euch vorher nicht gezeigt habe, was ich auch noch habe, ist so ein... wie nennt man das jetzt? Das ist so ein, da ist Puder drinnen und mit dem Puder kann man hier das Ganze abreiben, damit wirklich nur, wo man das Pulver hinhaben möchte, das Pulver dann auch bleibt. Das ist so kann ich euch jetzt nicht sagen, das ist von Stamping Up habe ich das. Gibt, glaube ich, aber auch andere Sachen. Da müsstet ihr bei Simone gucken, ob sie sowas hat. So ein, ja, wenn es mir einfällt, verlinke ich euch das unten in der Infobox, wie das heißt. So, dann würde ich sagen, probieren wir die nächste Farbe von der Simone aus. Wir machen das alles jetzt mit dem Schmetterling. Und zwar nehmen wir wieder unser Stempelkissen, machen wieder einen Abdruck. Nehmen wir jetzt die rote Farbe, damit wir mal den Unterschied von den Farben her sehen. Das ist auch so ein Glitzerpuder. Auch das streuen wir jetzt hier drüber.
Und wie ihr jetzt seht, jetzt bin ich mit dem Kissen hier drüber gegangen. Jetzt bleibt das teilweise nur noch da. Ein bisschen besser abklopfen noch. Dann bleibt das nur da, wo man es haben möchte. So, auch das werden wir gleich wieder. Hier mache ich dabei zu, damit das nicht zu viel. So. Lass mal ein bisschen was drauf. Wir verschwenden doch nichts. So, schließen wir auch wieder, damit das uns nicht auskippt. Jetzt wird es wieder laut, meine Lieben. Und wir schmelzen jetzt das Pulver wieder. Und auch hier ist es relativ fix gegangen und wie ihr seht, es glitzert auch ganz schön. Wunderschön. So, als nächstes werden wir dann jetzt die Farbe Schwarz. Wir mal alles austesten, alle Farben. Wie die Farben alle so sind. Okay, vorsichtig aufschrauben. Jetzt nehmen wir das schwarze Embossing-Pulver. Bin gespannt, ob das auch nochmal mit meinem Kissen drüber. Schwarze Farbe. Und auch hier seht ihr, bleibt es wieder nur hier haften. Auch die Farbe geben wir gleich wieder zurück. Auch gleich wieder zu und dann werden wir das auch gleich wieder embossen. So, und auch wieder so lange in Föhn draufhalten. Wie ihr seht, auch da ist das ganze Pulver relativ fix und schnell geschmolzen. Sehr schön. Wunderschöne Farben. So, und ich würde sagen, jetzt als nächstes, die drei Farben haben wir jetzt mit dem Schmetterling getestet. Als nächstes werden wir jetzt auf diesem Papier noch Schriften testen. Und zwar werde ich mir hier einen rausnehmen. Und zwar welchen werden wir uns nehmen? Schön, dass es dich gibt, würde ich sagen. Den nehmen wir. Nehme ich mir mein Embossing Buddy. Glaube ich heißt das Ding hier. So.
da wieder drüber, dass nur hier, wo ich die Farbe, das Embossingpulver hinhaben möchte, dass es auch nur da hinkommt. Nehmen wir wieder das Pad. Und wie ihr seht, das ist jetzt ein Clear Stamp. Und auch mit diesem funktioniert das super gut. Drücken wir das da so drauf. Gehe ich hier lang, drücke mir den Stempel ab. So, welche Farbe nehmen wir? Da würde ich sagen, werden wir jetzt diese Farbe ausprobieren. Das Orange. Bin gespannt, wie diese Farbe so ist. Ich habe zwar schon ein paar Embossing-Pulver, aber die habe ich noch nicht, wie ihr seht. Guckt mal. Wunderschön, auch Schriften. Das leere ich gleich wieder zurück in das Döschen, weil wir verschwenden ja kein Pulver. So, jetzt wird es wieder laut, meine Lieben. Und wie ihr seht, auch mit Schriften, ja, das S, das hat sich nicht so gut, das kann man nicht so schön lesen, aber alles andere, aber auch mit, wie gesagt, mit Schriften, auch das funktioniert. So, jetzt haben wir mal dieses Papier. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal ein anderes Papier ausprobieren. Werde ich euch nachher nochmal zeigen. Und zwar würde ich sagen, das Grün, das werden wir auf diesem Hellgrün probieren. Werd aber jetzt doch nochmal den Schmetterling nehmen, weil ich glaube, da sieht man es doch ein bisschen besser. Aber wie gesagt, auch Schriften kann man embossen. Schöne Schriften. So. Mache ich mir hier. Übrigens, das ist ein Papier vom Action. Hier seht ihr den Abdruck. Und dann nehmen wir jetzt das Moosgrün. Damit möchte ich euch zeigen, dass man auch auf Papier, auf anderfärbigem Papier embossen kann. Wie ihr seht, haftet sehr gut. So, Achtung mit dem Föhn. Und das ist jetzt mega schnell geschmolzen, wie ihr seht. Und wie ihr seht, kann man auch Ton in Ton. Ein dunkles Grün auf ein helles Grün und das kommt richtig gut. Wie ihr seht, auf Weiß sieht das so aus. Und Ton in Ton kann man auch
dann werden wir das helle Grün, das Mint, würde ich sagen, werden wir jetzt mal auf diesem Papier probieren. Ich dazu auch unseren Schmetterling. So. Jetzt bin ich gespannt, wie das aussehen wird, wenn man so Ton in Ton. Wie ihr seht, wunderschön haften geblieben. Und immer wieder gleich zurückkehren, damit ja nichts verloren geht. Ihr seht, und jetzt kommt wieder der Föhn in Einsatz. Entschuldigung fürs Wackeln, meine Lieben. Und wie ihr seht, auch das funktioniert wunderschön, Ton in Ton. Einfach traumhaft schön. Gefällt mir sehr gut. So, welche Farben haben wir denn jetzt noch? Jetzt haben wir hier noch so ein Kupfer. Das würde ich sagen, probieren wir auch auf diesem Papier. Muss mal gucken, wie lange wir noch haben. Nehmen wir gleich das Kupfer. Wieder drüber. Köpfen wir ab. So, wie ihr seht, haftet auch wieder sehr gut. So, jetzt haben wir dann nachher noch zwei Farben. So, auch das werden wir jetzt embossen mit dem Föhn. Schaut mal, wie wunderschön diese Farbe ist. Das kommt jetzt mega gut auf diesem Papier. Traumhaft schön und auch extrem schnell geschmolzen. Also wunderschön. So. Und auch das möchte ich euch zeigen, dass es auch auf Motivpapier funktioniert. Und zwar werden wir jetzt das hier nehmen. Auch einen Abdruck. Da werden wir jetzt das schöne Pink nehmen.
Wie ihr seht, haftet auch sehr gut. Auch auf Motivpapier. So. Auch das embossen wir jetzt mit dem Föhn. Auch das ist wunderbar schön geschmolzen und auch auf Motivpapier kann man embossen, wie ihr seht. Und ich finde das auch wunderschön, diesen Hintergrund. So, und als letztes haben wir jetzt noch eine Farbe und da möchte ich jetzt versuchen, auf diesen Doily zu embossen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Mal auf verschiedenen Untergründen zu embossen. Und da werden wir jetzt die letzte Farbe nehmen. Und zwar dieses Silber. Das kann ich mir vorstellen, dass das bestimmt mega gut ausschauen wird. Wie ihr seht, auch hier haftet, bleibt es haften. Also man kann auf so vielen Untergründen, Hintergründen kann man embossen. Und es sieht jedes Mal anders aus. So, und jetzt gucken wir mal. Und das ist jetzt mega schnell geschmolzen, meine Lieben. Guck mal, und auch auf einem so einen dünnen Doily kann man embossen und sieht für eine Karte bestimmt mega schön aus. So, wie ihr seht, jetzt habe ich euch mal gezeigt, was ihr alles zum Embossen braucht, wie es funktioniert, auf welchen Hintergründen, dass es auf verschiedenen Papieren funktioniert, hier nochmal mit Weiß, dass man Ton in Ton arbeiten kann. So wie hier. Dass es auf Motivpapier funktioniert. Und auch auf einem so einen dünnen Doily. Ja, meine Lieben, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich werde euch alles beantworten. Wie gesagt, die Sachen, was wir jetzt getestet haben, sind alle von der lieben Simone. Die Gruppe werde ich euch unten verlinken. Und ich würde sagen, im nächsten Video werden wir dann mit den schönen Embossing-Pulver auch ein paar schöne Projekte machen. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Würde mich über neue Abos freuen. Für einen Daumen hoch. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.